heute möchte ich ein bisschen über Briar Creek sprechen. Es birgt einen wahren Schatz. Kann entkommen. Hallo, ihr Leseratten. Heute möchte ich euch Snowdrop Manor, Tage unter Krähen von Regina Meissner vorstellen. Dieses Buch hat mich neugierig gemacht, als die Autorin bei Instagram sagte, dass es eben ein Buch im viktorianischen England und ja, es spielt, das war schon so, mit ein bisschen fantastisch, mit ein bisschen Magie dabei quasi, sagen wir es so. Und deswegen musste ich mir es vorbestellen und habe es tatsächlich auch ausgelesen, bevor es überhaupt erschienen ist. Deswegen kann ich euch jetzt schon die Rezension abdrehen, obwohl es erst gestern im Handel erhältlich ist. Ich kann das nicht mehr reden. Ich musste die Rezension gerade schon mal machen, weil die Technik heute nicht so ganz mitspielt. So, ja, ich kann sagen, dass der Schreibstil von Regina Meissner absolut super ist. Man fliegt durch die Seiten und es ist einfach ein lockerer Schreibstil, den man gerne liest, den man gerne verfolgt. Und auch die Geschichte an sich, das Magische kommt auch erst relativ zum Schluss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hätte es diesen fantastischen Aspekt überhaupt nicht gebraucht. Weil auch so war das Buch ein ganz, 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 ganz tolles Buch. Und das Magische hat sogar dazu beigetragen, dass ich am Ende ein bisschen enttäuscht wurde, weil etwas passiert ist, mit dem ich so nicht gerechnet habe und wo ich dachte, so, das kann die Autorin nicht machen. Da passiert nur irgendwas, was es rückgängig macht oder abwandelt oder keine Ahnung was. Aber nein, es blieb, wie es ist und das hat mich, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, weswegen ich dem Buch auch keine vollen 5 Sterne geben kann, was es bis dato war, sondern nur noch 4,5. Wer ein 100%iges Happy End erwartet, nope. Und ich bin jemand, ich mag nur 100%ige Happy Ends. Ich mag es nicht, wenn da irgendwie so ein paar wichtige, für mich wichtige Aspekte einfach daneben gehen. Dass die nicht funktionieren, dass die traurig sind sozusagen eher als happy. Und das ist in dem Buch leider der Fall. Und deswegen die bisschen Punkteabzug. Nichtsdestotrotz ist ein ganz, 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 ganz tolles Buch. Die Idee ist super. Und ja, deswegen möchte ich erstmal erzählen, worum es in dem Buch überhaupt geht. Es geht hier um Lauren, die bei einem Brand ihre Familie verliert, also ihre Eltern, ihre Schwester. Und nun wieder ganz von Null anfangen muss und erstmal Unterschlupf findet bei einer befreundeten Nachbarin, die sie freundlicherweise aufnimmt. Aber sie hat nichts. Es gibt nichts zu erben, weil sie vor allem ihre Mutter über ihre Verhältnisse hinausgelebt hat. Das heißt, sie hat wirklich nichts. Außer die Sachen, die sie am Leib trug und es war halt nur ein Nachthemd. Sonst hat sie von der Tochter der Nachbarin Klamotten bekommen. Und schwierige Kiste. Und alle hatten schon vorher zu ihr gesagt, du musst endlich einen Mann finden, du musst endlich heiraten, du bist schon 20, du bist fast aus dem heiratsfähigen Alter wieder raus. Und was ich auch total erschreckend fand, aber gut, das war halt eine damalige Zeit, ne? Aber sie war schon immer der Meinung, nein, muss ich nicht. Ich kann auch für mich selber sorgen. Ich kann mir auch eine Anstellung suchen für Frauen, was noch schwierig war zu der Zeit, aber sie möchte es versuchen und jetzt muss sie es auch, weil sonst hat sie gar nichts. Und auf einmal taucht ihr Onkel auf, von dem sie nicht wusste, dass es ihn gibt, der Bruder ihres Vaters, und bietet ihr eine Anstellung an auf Snowdrop Manor, um dort einer alten, kranken Frau, die immer nur im Bett liegt und nicht fast nur schläft, vorzulesen. Und das ist genau das Richtige für sie, weil sie liebt Bücher und von daher ist Vorlesen für sie das Leichteste der Welt und nimmt sie an und reist mit ihnen nach Snowdrop Manor. Allerdings ist da, also sie hofft auch, dass sie erfährt, warum sie noch nie von ihm gehört hat, was wir auch im Buch nach und nach erfahren, was da vorgefallen ist. Und ja, und Snowdrop Manor umgibt irgendwie was Mysteriöses, denn ja, als sie ankommt am gleichen Tag, stürzt sich aus dem Fenster der Stallbursche, ich glaube, es war Stallbursche, und es passieren generell merkwürdige Dinge. Noch als sie in ihrer alten Stadt gewohnt hat, hat sie immer wieder Krähen gesehen. Und sie sagt, hier sind nie Krähen, wo kommen die ja auf einmal alle her? Und auch aus Snowdrop Manor sind immer wieder Krähen, die sich auch seltsam verhalten teilweise. Und was mit diesen Krähen auf sich hat und überhaupt mit Snowdrop Manor, müsst ihr natürlich selber lesen. Aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ihr müsstet dann rechnen, dass am Ende was passiert, was mich zumindest enttäuscht hat, was vielleicht auch andere enttäuscht, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Vielleicht ist das für euch vollkommen in Ordnung. Und ja, für mich gab es, wie gesagt, deswegen ein bisschen Punktabzug, aber alles in allem ein wunderbares Buch. Es endet ja auch nicht unbedingt super schlecht. Es ist halt nur ein Aspekt, der halt dann wegfällt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ein wunderbares Buch. Genau, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst. Bye, bye.